Hier kommen einige Vorschläge für die ersten Schritte zum Einstieg. Erstens, du setzt dich mit dem Modell des Fixed and Growth Mindset von Carol Dweck auseinander. Du lernst dich selbst besser kennen, findest heraus, wie du selbst mit Veränderungen umgehst. Ihr etabliert regelmäßige Feedbacks und lernt voneinander. Zweitens, ihr führt einen pädagogischen Tag zur Agilität an eurer Schule durch. Holt euch dafür Unterstützung von Expertinnen. Im Rahmen dieses pädagogischen Tages könntet ihr dann unter anderem auch das Kennenlernen des Frameworks Scrum vertiefen. Drittens, du nimmst dir eine Unterrichtseinheit mit Scrum vor und setzt dich mit dem Rahmenwerk auseinander. Du beginnst natürlich nicht alleine mit der Planung, du hast professionelle Verbündete. Ihr arbeitet gemeinsam, Agile by the Books. Ihr plant gemeinsam, ihr diskutiert und probiert aus. Besucht euch im Unterricht und gebt euch Feedback. Lasst euch auch von den Lernenden eine differenzierte Rückmeldung geben. Habe den Mut, die Komfortzone zu verlassen und neue Wege zu gehen. Habe Vertrauen in die Fähigkeiten deiner Lernenden und deren Bereitschaft, Neues auszuprobieren und mit Spaß zu lernen. Versuche Neues, wage das Unbekannte. Jeder Versuch und jeder Fehler lassen dich voranscheitern. Ich zitiere Edmund Hillary, der sagte, wir hatten eine sehr einfache Ausrüstung und sehr primitive Klettertechniken. Das Einzige, was wir wirklich gut konnten, war, eine Stufe nach der anderen in Schnee und Eis zu schneiden. In aller Bescheidenheit kann ich sagen, dass wir darin Weltmeister waren, einfach immer die nächste kleine Stufe zu schneiden, die uns erlaubte, den nächsten kleinen Schritt Richtung Ziel zu machen. Mit genau dieser Einstellung müssen wir beginnen, agil zu denken und zu handeln. Wenn der Wind der Veränderung weht, wirst du Mauern oder Windmühlen bauen? Es ist toll, dass du dich auf den Weg machst. Veränderung kann nur gelingen, wenn wir sie wollen. Unsere SchülerInnen werden bereit sein für die herausfordernde Zukunft, wenn wir sie dabei unterstützen, die notwendigen Skills zu erwerben. Sei deine beste Version und hilf anderen, ihre beste Version zu werden. Thank you.